lieber Stier, herzlich willkommen hier zum Reading für deinen Dezember. Wenn du Sonne, Aszendent oder Mondzeichen im Stier hast, dann möchte ich gerne hier mit dir schauen, was der Dezember 2022 noch so für dich bereithält. Ja, noch so. Der letzte Monat im Jahr und in einem Jahr, was alles, ich sag mal, über den Haufen geworfen hat, was Neues gebracht hat und wo wir diese Energie jetzt einfach nochmal stärken und vertiefen können und dürfen vor allen Dingen. Lieber Stier, dieses Video wird eine Fortsetzung haben. Den Link dazu, du kennst es, findest du unten in der Infobox. Ich möchte jetzt mit dir hier mal mit dem Orakel der sieben Energien eine Karte ziehen und dann mit dem guten Tarot nochmal weitere fünf Karten, um hinzuspüren, ja, welche Energien dich da begleiten, was du loslassen darfst, was du stärken kannst, lauter so Sachen. Ja, lauter so Sachen. Und wir schauen mal direkt hier für dich. Wow, die ging jetzt aber fix. Was so die Energie ist. Ohohoho, der Ruf der Muse. Der Ruf der Muse, wie schön ist denn das? Ja, lieber Stier, lass dich von der Muse berühren. Lass dich inspirieren. Spür mal in dir nach, was da so Träume, Sehnsüchte sind, die du schon immer gerne verwirklichen wolltest und die jetzt vielleicht auch anstehen. Es kann durchaus sein, dass hier im Dezember unterschiedliche Aspekte und Inspirationen zu dir kommen, wo du dich dann gegebenenfalls von der Muse geküsst fühlst. Also, ich würde dir empfehlen, lieber Stier, Zettel und Notizbuch stets bei dir zu haben, dass du die Inspirationen, die sich zeigen möchten, auch direkt notieren kannst oder ganz oft sind wir ja unterwegs, ne? Und haben dann nicht so schnell den Raum, da etwas aufzuschreiben oder umzusetzen dann auch. Und wenn du da aber Zettel und Stift dabei hast oder einen kleinen Block, kannst du dir kurze Notizen machen, kannst vielleicht kurz was aufschreiben, aufzeichnen, sodass diese Inspiration, die da zu dir kommt, nicht verloren gegangen ist, also nicht verloren geht und du dann trotzdem noch mal tiefer eintauchen kannst. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, ich möchte jetzt hier mit dem Tarot einfach mal weiterschauen, aus welcher Energie kommst du hier in diesen Dezember hinein? Aus welcher Energie kommst du? Und vielleicht hat dich ja die... das ist viel, viel, viel zu viel. Vielleicht hat dich ja die Muse schon geküsst. Und ja, wir schauen mal, woher kommt Stier, auch wieder zu viele, woher kommt Stier hier in diesem Dezember, aus welcher Energie? Die sind größer, diese Karten hier, die haben Orakelkartengröße und von daher dann los. Lassen die sich manchmal auch ein bisschen schwierig mischen. So, die Justice, die Gerechtigkeit, die Elf springt mir hier bam ins Auge. Vielleicht hast du für dich eine Entscheidung getroffen, lieber Stier. Vielleicht hast du gesagt, weißt du was, ich habe das jetzt so lange versucht, was auch immer, und ich entscheide mich jetzt mal mehr intuitiv zu handeln. Du bist ja eh auch so bodenständig. Ich glaube aber, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, die wirklich eine Veränderung bringt. Mit der Gerechtigkeit geht es auch darum, altes Karma aufzulösen. Das mag für den einen oder anderen hilfreich sein,
weil das jetzt gerade hier reinkommt. Es geht um Entscheidungen, es geht um Balance, innerlich ausgeglichen sein. Es geht aber auch um Urteile oder Verurteilungen und wir schauen jetzt mal. Ich glaube aber, lieber Stier, für dich geht es hier um eine ganz klare Entscheidung für dich. Spannend. Das darfst du loslassen. Also mit der Frage mische ich hier, was darf Stier loslassen? Was darfst du loslassen? Ich versuche zumindest zu mischen. Das klappt mal besser, mal nicht so gut. Manchmal, das ist auch zu viel, manchmal sind die Karten echt hier herausfordernd. Aber ich nehme die gerne, ich finde die Bilder so schön. Hier, die 10 der Erde, die 10 Münzen darfst du loslassen. Ja, die 10 Münzen, das ist finanzielle Stabilität. Du fühlst dich aufgehoben, du fühlst dich sicher. So, und wenn ich jetzt sage, das darfst du loslassen, geht es nicht darum, deinen ganzen materiellen Besitz zu verschenken. Es geht darum, die Bewertungen dazu loszulassen, weil mit der Justice haben wir hier auch einen wertneutralen Blick. Und wenn du an diesem ganzen Materiellen festhältst und dich da auch gut eingerichtet hast und das Materielle wirklich in deinem Fokus steht, welcher Ruf der Muse kommt dann bei dir an? Und genau da darfst du hinspüren, genau da darfst du loslassen. Vielleicht geht es einfach auch darum, eingefahrene Strukturen loszulassen. Wir schauen mal weiter und zwar auf das, was du stärken darfst. Dann bekommen wir hier nämlich nochmal Botschaften dazu und dann formt sich hier ein Bild. Gehe ich zumindest von aus. Was darfst du stärken? Hier habe ich den Impuls, beide Karten zu nehmen. Den König der den König der Schwerter, deine Klarheit, Entschluss. Hier haben wir wieder Entscheidungen. Eine Entscheidung treffen. Der König der Luft, der König der Schwerter kann sich ein bisschen distanziert anfühlen. Vielleicht geht es hier auch um ein Stück weit Distanz zu den ganzen materiellen Themen, um da offener, freier zu sein, um diesen Ruf der Muse zu hören. Wir haben hier Luft und hier geht es um den Ruf, also auch um das Hören. Und wir haben die zwei Kelche. Vielleicht ruft dein Herz hier nach etwas ganz Bestimmtem, vielleicht nach einer ganz bestimmten Person, vielleicht nach mehr Tiefe, nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Verbundenheit, zwischenmenschliche Verbundenheit. Die zwei Kelche, das ist die ja, Liebeskarte schlechthin hier im Tarot und da darfst du für dich mal genau hinschauen, wo liegt dein Fokus? Hier nur auf dem materiellen oder auch hier auf der emotionalen Ebene? Und genau diese emotionale Ebene, diese Tiefe in dir, die darfst du stärken. Da darfst du auch mal hinschauen, mal tiefer schauen. Der König der Schwerter, das ist einer mit klarem Blick, mit klarem Fokus. Und ich habe das Gefühl, lieber Stier, du brauchst einen klaren Fokus in deine Tiefe, sodass diese Muse auch bei dir landen kann. Spannend. Ein hilfreicher Impuls hier für Stier,
für den Dezember. Ein hilfreicher Impuls, bitte. Die Betonung liegt auf ein. Ein hilfreicher Impuls für Stier. Ne, sag ich gerade, die Betonung liegt auf ein hilfreicher Impuls. Hoppala. Ja, ja, ja. Und dann, wupp, küsst dich die Muse. Ich hätte ja fast gesagt, knutscht dich die Muse. Der Narr. Geh spielerisch an das Ganze dran. Geh mit Leichtigkeit da dran. Wir haben ja hier den König der Schwerter. Der ist schon so ein bisschen distanziert, gerade wenn es um emotionale Dinge geht. Du hast hier mit den 10 Münzen dieses stabile Fundament. Und jetzt kommt hier der Narr mit rein, der die Energie der Muse mitbringt. Lass dich drauf ein. Lass dich mal darauf ein, nicht immer und sofort direkt alles in eine Schublade einsortieren zu müssen. Lass dich mal direkt darauf ein, dich auch mal von deinem Herzen führen zu lassen. Das ist spannend. Huh, nö. Eine Karte hätte ich gern noch, nämlich hier eine Hauptenergie auch aus dem Tarot für dich, lieber Stier. Welches ist die Hauptenergie in diesem Dezember für Stier? Welches ist die Hauptenergie? Welches? Aha, die 5 der Kelche. Das kann aber auch sein, die 5 der Kelche, das ist so der Kummer, das ist so das Drama auch so ein bisschen. Das kann aber auch dahingehend sein, dass du gerade nicht weißt, wie du mit den Energien umgehen sollst. Und wenn du hier eingeladen bist, mehr in die Tiefe zu gehen, dich mal auf das einzulassen, was vielleicht neu ist, was ja vielleicht bisher so ein bisschen deinen Fokus gesprengt hat, dann kann das schon das ein oder andere Drama in dir auslösen, wobei die 5 Kelche sind jetzt nicht so dieses massive Drama. Es kann sein, dass sich eine gewisse Form der Traurigkeit zeigt. Vielleicht auch eine gewisse Form der Einsamkeit, wo du aber auch hier mit dem Nah, mit dieser Energie einfach spielerischer umgehen darfst. Wir schauen mal auf die Unterseite. Ja, mein lieber Stier, da liegst du. Als König der Erde, als König der Münzen. Das haben wir hier auch mit den 10 Münzen schon mal. Das ist eine sehr genießerische Energie, das ist sehr bodenständig, sehr geerdet. Und ich glaube, mit dem König der Schwerter gemeinsam darfst du hier den Fokus wechseln und darfst mal ein bisschen tiefer in das Wasserelement eintauchen. Und das kommt jetzt gerade, weil dann könnte sich nämlich auch hier diese Traurigkeit der 5 Kelche zeigen. Wenn das Wasser diese Struktur der Erde aufweicht, ja, dann kann sich das schwankend anfühlen, dann kann sich das wie eine Unsicherheit anfühlen und da bist du eingeladen, spielerisch mit umzugehen. Ich sehe gerade vor meinem inneren Auge so spielerisch aus Erde und Wasser etwas zu formen. Ich sehe gerade, wie so Ton, der geformt wird. Ton alleine kannst du nicht formen, das Erdelement. Du brauchst das Wasser dazu. Und wenn du das Wasser dazu gibst, dann wird dieser Ton weich, dann wird der
anschmiegsam, dann lässt er sich formen und dann gestalten sich da ganz neue Dinge daraus. Also ich glaube, für den einen oder anderen geht es hier wirklich um Kreativität, die durch dich zum Ausdruck kommen möchte. Es ist sehr, sehr spannend und ich finde es ziemlich interessant und ich möchte jetzt gerne mit dir, lieber Stier, in der Fortsetzung mal tiefer schauen, gerade auch auf dieses Bild des Tons, der da geformt wird durch dich und wie du da spielerisch leicht drangehen darfst. Ich freue mich auf dich.